Hallo, hier ist Dennis von der Keyword-Akademie.de. In diesem Videokurs geht es um das Thema Multipad. Ich habe schon mal ein Video gemacht zum Thema Multipad schnell einspielen. Auch das kannst du dir mal angucken, gibt es auf YouTube. Ansonsten sind wir hier noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen und noch mehr in die Information. Ja, wir zeigen dir, wie du einen Audio-Link, also ein zusätzliches Audio, in Multipad integrieren kannst. Zudem zeigen wir dir, wie du aus verschiedenen Presets deine eigenen Favoriten-Multipads erstellen kannst. Und wir zeigen dir, wie man zum Beispiel aus einem Style und aus einer Phrase eines Styles auch ein Multipad erstellen kann, mit Hilfe eines Screencasts. Der Screencast ist nichts anderes, wie wir haben es am Computer erstellt mit der Software XGWorks, und da hat Robby wirklich von A bis Z mal so ein Multipad hinterleuchtet. Und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Videokurs. Bis bald, euer Dennis von keyword-akademie.de.